rechte Schulter kreisen. Jetzt. Hallo, willkommen. Im Schatten ist mir zu kalt, wenn die Sonne scheint, ist okay. Leichtes Schütteln, um festzustellen, wie geht's mir heute? Wo muss ich heute besonders drauf aufpassen? Oder stelle ich hier was fest, was ich vorher nie gemerkt habe, muss ich zum Arzt gehen? Ja. Auch dafür ist das. Ich hoffe, das mit dem Arzt habt ihr vorher feststellen können und wart da schon. Also macht das wirklich so doll, dass ihr was merkt, aber natürlich nicht so doll, dass ihr euch wehtut oder sowas, um Gottes Willen. Dass ihr was merkt, dass ihr merkt, oh, okay, meine Knie werden ein bisschen gerüttelt, meine Unterschenkel, das ist der Impulsgeber, Oberschenkel werden ein bisschen gerüttelt, Schultern sind locker, untere Hüfte nach vorne, ein bisschen Schlüsselbein nach vorne, wirklich 5 mm nach vorne, alles andere schütteln lassen. Macht das jetzt schon ein bisschen, deswegen bin ich mit meiner Bestandsaufnahme, jetzt mit der groben Bestandsaufnahme fertig. Gestern waren es wirklich über 10 Grad wärmer. Absolut undenkbar in den 70ern. Da haben sie das als Horrorszenarien quasi schon angesagt, dass wenn man in den 70ern nichts macht, dass dann sowas eintritt. Also das lässt sich jetzt nicht mehr aufhalten. Ne? Das ist jetzt bereits so. Permafrost taut auf. Hochgebirgsgletscher sind schon weitestgehend zu 2/3 weggetaut oder noch mehr. Und die Polkappen schmelzen auch lustig vor sich hin. Also das ist nichts mehr, das kann man jetzt nicht mehr aufhalten, das ist Faktum jetzt bereits. Boah, das ist bei mir, also ich bin anscheinend zu fortschrittlich oder was. Das geht echt durch alles bei mir. Also wenn es Krankheitsvorsorge ist, wie das, was wir hier machen, mit den abschmelzenden Polkappen, das weiß ich seit den 70ern von einem Wissenschaftler mir erzählt. Das stand auch in einer Fachzeitschrift für Wissenschaftler, glaube ich, schon 74. Das habe ich noch gar nicht, also das hatte ich damals nicht gelesen. Ein Glaziologe hatte mir das gesagt. Mensch, da war ich 11 oder so. Also das ist. Ich kann das ja trotzdem sagen, dann kennt ihr mich ein bisschen besser. Also wir haben jetzt gerade 2022, in diesem Monat gibt es noch ein 9-Euro-Ticket, also mit dem man bundesweit im öffentlichen Nahverkehr hin und her fahren kann. Und mein Ansatz wäre gewesen, das Ding jetzt europaweit zu machen. Ja? Dass egal, wo ich mich, ob ich nun in Madrid gelandet bin oder mit dem Zug dahin gefahren oder weiß der Geier was, dann weiß ich, ich habe so eine Karte und fertig. Auch in Bezug auf Europa wächst zusammen und so. Und was jetzt die fortschrittliche Variante, was es läuft jetzt aus, ja, es war für 2 Monate gedacht, extrem kurzsichtig, jetzt schaffen sie noch nicht mal ein Anschlussding zu machen, weil sie sich da keine Gedanken drüber gemacht haben. Jetzt versuchen sie das wieder in kleinen
Einzelschnipsis wieder unterzubringen. Also ein Ticket für 29 Euro im Sowieso und für 49 Euro im Hast du nicht gesehen und vielleicht und möglicherweise und so weiter. Der Monat ist bald rum. Ja. Also versteht mich nicht falsch, ich bin sehr für demokratische Prozesse und so weiter. Aber ich bin wirklich der Meinung, wir müssen unseren Affengeist kennenlernen, Körper und Geist, und dann unseren eigenen seelischen Müll rausbringen. Und in Anbetracht von solchen Sachen, also die Leute können ihre Miete nicht mehr bezahlen, das Essen ist zu teuer, in der nahen Umgebung ist ein Krieg. Also das ist irgendwie ein bisschen zu viel. Ja? Die Leute auf der Straße schlafen müssen, weil es am Wohnungsmarkt keine Kraft gibt, die preisgünstigen Wohnungsbau forciert zum Beispiel. Ein Thema, ich habe Architektur studiert. Ich weiß, das geht. Ne? Das ist ziemlich einfach. Das ist eine Tafelbauweise, vorgefertigt in quasi Fabriken, kann man robotisieren und dann mit dem Tieflader diese Teile anbringen und dann ist man in einem Zehntel bis zu einem Hundertstel von der Bauzeit, die jetzt noch üblich ist, fertig. Und das ist preisgünstig. Ist super, preisgünstig, funktioniert, ist nichts, keine Weltraumgeschichte. Es ist, wird praktiziert in den Nordländern, ist also nichts Außerirdisches. Aber dann verlieren sämtliche, das verändert das gesamte Handwerkssystem. Noch ein bisschen stehen. Und das wollen sie nicht, wollen sie nicht. Wollen sie nicht. Es gibt jetzt ein Seminar oder irgendwann, glaube ich, nächsten Monat gibt es ein Seminar von der Deutschen Buddhistischen Union mit dem Thema, ich hatte überlegt, da hinzufahren, mit dem Thema, warum machen wir unsere Welt kaputt? Ja, weil ne, Spatz in der Hand besser als Taube auf dem Dach, also lieber kurzfristig ich, mich, meiner, mir und meiner Familie Finanz verdienen. Wenn das zum Schaden der Umwelt ist, ist nicht schön, aber gibt jetzt Geld. Das ist der Grund. Deswegen machen wir die Welt kaputt. Und es wäre schön, wenn Weisheit belohnt wird. Also da warten auf uns enorme. Also entweder bricht es uns über den Köpfen zusammen und wir müssen was machen. Ich bin eigentlich ein Freund von intelligentem Handeln, aber das scheint nicht möglich zu sein. Affengeist kommt auch zur Ruhe langsam. Achtet drauf bei euch, also zum Beispiel über mir ist jetzt immer noch ein Hubschrauber. Ich habe hier mehrfach Sirenen. Und es gibt so eine Geschichte von einem Herrscher, die hatten ja anstatt einen Wagenpark, hatten sie halt Elefanten und die Elefanten werden ja mit einzelnen Dompteuren quasi abgerichtet. Und die wurden sehr unruhig, ja? Also auch ließen sich quasi nicht mehr richtig einsetzen, weil die sehr aggressiv waren. Dann haben sie einen losgeschickt, um rauszufinden, was da ist. Der hat sich dann nachts neben die Stelle oder in die Stelle gesetzt und hat mitgekriegt, dass sich hinter den Ställen Räuber andauernd getroffen haben. Und das hat abgefärbt. Ob die nun verstehen konnten, was die erzählen, aber diese Intonation der Gespräche hat deren Verhalten verändert. Die Lösung war natürlich dann,
eine Schar von Mönchen einzuladen, die dann nachts an der gleichen Stelle Mantren rezitiert haben oder Dharma Talks gemacht haben. Also solche Außeneinflüsse können auf die Färbung des Geistes Einfluss nehmen. Jetzt stehe ich aber wirklich noch mal eine Minute. Zyklen. Mitmachen. Entwickelt, kultiviert euer inneres Lächeln, das Äußere auch. Ne?